Hallo Freunde, da sind wir auch wieder. So, wie gesagt, mein Plan kennt ihr. Also jedenfalls den kurzfristigen. Geschmeidiges Getränk. Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Wow, krass. Dass ich auf jeden Fall hier die bei der es erstmal zum Training kriege. Seinem Kanal wechseln. Scheiben. Scheiben. Oh. Was haben wir hier wieder? Sehr inspiriert, finde ich sehr, sehr gut. Ja, immer alles auf. Muss ich mal gucken, vielleicht gibt es hier auch eine Spülmaschine dann. Weil wir so viele Sachen eigentlich mal nachschauen. Der Witz erzählen, ja, mach das doch mal. Insider-Witz. Action-Kanal, okay. Ja. Quink, quink, aber. Hahaha. Sehr witzig. Oh. Ja, Baby mit Blumen machen, das haben wir immer noch. Ja, guck, hören wir mal auf. Brava, ja, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Verwenden. Duschen. Was haben wir hier eigentlich noch? Ein Instrument spielen. Ja, ich glaube, ich mal gucken, wenn wir. Oh, okay. Das ist kein Problem. Bei ihr könnte es natürlich dann halt noch sehr interessant werden. Aber ich würde es erstmal sagen, wir gehen ja gleich mit ihm trainieren. Kann ich eigentlich auch ein Gerät. Kann ich auch ein Fitnessgerät hier draußen hinsetzen und so? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir einfach mal. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Fitness in körperlicher Aktivität. So, was haben wir hier? Umgebung plus 4 Fitnessfähigkeit. Ja, Tatsache, das geht sogar. Finde ich ja richtig lustig. Kaufe ich mir mal 2 Stück davon. Obwohl, eigentlich eins müsste ja reichen, oder? Oh, nee, das war, glaube ich, das Falsche. Warte mal, machen wir mal so. Was bringt eigentlich jetzt ein Boxsack? Das wäre eine Fähigkeit. Spiel das Dekor. Was hab ich hier? Oh, die ultimative Fitnessgerät für deinen Rücken, Oberarme, Wochen. Die von Verhörspezialisten Dr. Walter Schmerz entwickelte Streckbank ist zum Aufbau von Muskeln und zur Abgabe von Schulterangeständen bestens geeignet. Ja, sehr schön. Das ist vielleicht ein bisschen besser geeignet, oder? Ja, Fitness im Freien, Freunde. Jetzt verklicke ich mich da jedes Mal. Wobei ich wenigstens jedes Mal bis ins Fitnessstudio trödeln, weil dann kann ich einfach hier machen. Alles vor der Tür. Oder in dem Fall im Garten. Da, komm mal her. Machen wir hier Training. Schweres Gewicht heben. Mal sehen und so, wie das wirkt. Kriege ich mir vielleicht auch mal wieder rank und schlank. Obwohl, bei ihm geht's eigentlich. Na, mach mal. Ja, richtig. Trainieren wir im Garten, Freunde. Oh, sehr schön. Ah, geben wir mal Gas.
Ich hätte jetzt noch hier die ganzen Punkte mit inspiriert und. Ja, geht auf jeden Fall. Kannst auf jeden Fall mal weitermachen. Machen wir weiter. Nicht erstmal, Freund. Ja. Bis an die Grenzen erstmal. Bis ich sage Stopp. Jo, auf geht's. Pump, pump, pump. Pump, pump, pump. Jo, ich glaube, das müsste jetzt erstmal reichen. Wollen wir nochmal? Ja, auf jeden Fall hier so vom... vom Dekor. Wird auf jeden Fall inspiriert. Oh, hier, komm. Eine nachdenkliche Dusche. Ich denke, es reicht auch erstmal. Aber wenn ich das hier natürlich jetzt jeden Tag ein bisschen so ein bisschen mit die mache, dann funktioniert das. Hör mal auf. Pass mal auf. Hier hingehen. Ja. So, gut. Ja, manchmal, ich weiß nicht, also, da sind auch ein bisschen so kleine Bugs drin. Hört auch manchmal nicht auf mit dem Training oder sonst irgendwas. Ich meine, ich habe es ja mal vielleicht bei den vorherigen Folgen gesehen, dass du dann einfach weiter trainiert zum Beispiel. Hier. Ja, hier gehen aber schmutzig ist. Oh ja, jetzt sieht man es auch schon langsam wieder. Da haben wir einen guten Rücken. Ja, also es hat auf jeden Fall was gebracht. Er ist auf jeden Fall wieder topfit. So muss es sein. Wäre ja auch vielleicht meine Ansage für mich. Ja, gut, so schlimm ist es wieder auch nicht, aber... gut, zum Glück habe ich keine Facecam. Ja, so ist es sehr, sehr gut. So gefällt mir das. Na, da hat auch wieder... man sieht auch wieder die Apps bei ihm. Manchmal so wieder rank und schlank. Jo, so ist da. Sehr schön. Nicht begonnen. Also machen wir erstmal von normaler Fähigkeiten. Komm. Erstmal hier verwenden. Duschen. Dann machen wir dich auch wieder ganz, ganz schlank, Zoe. So wie du warst. Gut, jetzt hast du zwar auch nicht so viel drauf, aber geht schon. Bildchen malen müssen wir auch noch mit dir. Verspieltes Gemälde. Komm, bisschen Gas. Muss ich erstmal gucken hier. Ja gut, du hast ja morgen eh wieder frei. Sehr schön. Na? Wenn ich aber wenigstens schon mal die ganzen Grundaufgaben abgedeckt habe, dann brauche ich mich nicht abhetzen. So, nee, komm, hier, eine Kunstgalerie verkaufen. Kannst gleich nochmal ein zweites Bildchen zeichnen. Ja, genau, selbstsicheres Gemälde. Oh, yebs, yebs. Yeb, yeb. Dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Prozent. Daya? Abgeschossen. Okay. An Kunstgalerie verkaufen, so wie es gehört. Und jetzt nochmal, kannst du auch mal eine Runde noch ins Freie gehen zum Pumpen. Wir nochmal eine Runde pumpen. Okay, machen wir aus hier auch eine Muskelbär. Weil jetzt sieht sie doch eigentlich relativ schlank wieder aus. So schnell geht's. Einen Tag trainieren und dann ist er wieder rank und schlank. Na komm. Jo, jo, jo. Okay.
Trainieren bis an die Grenzen, das können wir nämlich mal machen. Weil wenn die eh frei hat, hat die eh gleich Green wieder. Level 4 der Fitnessfähigkeit, sehr schön. Gut, ich denke, das reicht jetzt auch. Komm. Ab mit dir unter die Dusche. Erfrischende Dusche nehmen. So, wie sieht's aus? Freund. Okay, das Essen ist verdorben. Aufräumen. Jo. Verwenden. Und dann auf jeden Fall kannst du mal das Abendessen servieren. Ja, was haben wir? Oh, guck mal, wir haben auf jeden Fall noch mehr. Ah, da geht's ab. Machen wir mal. Was gibt's denn noch? Oh, Thunfischauflauf. Mal zur Abwechslung, ne? Jo, so ist Energie geladen. Noch gekochen. Ne, machen wir jetzt natürlich nicht. Aber. Aber ich habe mal eine Idee. Was? Warte mal. Jo. Wie verrückt aufwischen. Ganz schnell. Ich habe so eine ganz gute Idee. Ja, wie ich das wieder nach oben bekomme. Und dann kann ich mit denen da hier das Essen machen. Yumba-Busch. Hey, jo, geht nämlich ganz fix. Beide wieder gut trainiert, beide ganz schlank, so muss es sein, Leute. Dann kann ich mich auch gleich mal wieder nach den ganzen Punkten kümmern. Hey. Dann schlafen wir gleich beide ein. Mal sehen, ob es durchgeht. Von der Energie her. Ja, beide fühlen sich komplett unwohl. Ja, machen wir mal hier Frühstück servieren. Wollen wir fangen, gucken mal zur Abwechslung. Lammkarree servieren, okay, alles klar. Gehen wir hier aufs Klo, Zoe. Nicht, dass so uns hier platzt. So, gleich das Essen fertig. Aha. Kannst du mal hier duschen? Wow, null. Ja. Hä. Yeah. Oh je, was musst du gerade Schmerzen haben? Wegen Training, alles klar. Zum Essen rufen, mach mal. So. Binda, Winub. Winner, Renew. Alles klar. Buffet. Greenie. Nicht begonnen, aber wieder Gitarre spielen. Ich denke mal, dann müsste auf jeden Fall wieder klappen, dass ich nach oben komme. So, machen wir mal. Clever day, Boris. Ja, komm. Setzen. Ich hole mir, glaube ich, jetzt echt irgendwann mal ein neues Waschbecken oder so. Ich bin mir gerade voll auf den Keks irgendwie. Weil die ganze Zeit, wenn du irgendwas vorhast,
was passiert. Entweder geht die Dusche oder das Waschbecken. Okay, die Dusche geht ja eigentlich noch. Pator. Ah, Wutuni grau hispa. Woga. Aber das Waschbecken ist schon sehr extrem. Okay. Kannst du mir das gerade noch aufwischen, wenn du gerade da bist? Aufwischen. Mal hier wieder ein Techtelmechtel. Ja, Zoe. Was machst du, Zoe? Nee, nee, bleib mal hier. Wie es immer aussieht, immer so dieser Querschritt und dann so rüber. Sehr lustig. Ich könnte natürlich auch nochmal so ein zweites Ding holen, oder? Dann können die nämlich zusammen trainieren. Komm, holen wir mal noch gerade so ein zweites. Fitness. Ja, ich weiß. Ich hau zwar das Geld raus, aber. Im Moment, komm. Im Moment geht's hier noch. So, Live-Modus. Können nämlich zusammen als Pärchen trainieren. Was ich viel, viel lustiger finde. Wow, Chris. So. Verwenden. Duschen. Was hast du denn wieder als Tagesaufgabe? Ich glaube, im Moment brauchst du ja nichts. Genau, das ist abgeschlossen. Was ist denn jetzt los? Sehr kokett. Total zufrieden wegen spektakulären Techtelmechtel. Ja, sehr schön. Dann machen wir hier Training. Ah, Schrofa Nativa. Blase. Ja, ich muss mit ihm halt leider noch da hier Gitarre spielen. Üben. Ey, nee, oder? Oh, Leute. Ich hab's doch vor ein paar Minuten gesagt. Ja, komm. Reparier mir das Ding bitte. Ich schmier das auf. Wie gesagt, ich hab's noch gerade eben gesagt. Ja, und dann passiert mir sowas. Naja. Jo. Immer schön fleißig am Pumpen. Training im Freien. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir bauen uns da irgendwann mal halt echt einen schönen Trainingsraum. Ubudaba. Ja, der Grün kommt ja nicht. Der Queen kommt ja nicht, er muss ja erstmal noch Gitarre spielen, muss seine Hausaufgaben machen. Und wie sieht es denn damit aus? Ich bin jetzt eigentlich bei ihr, muss ich rein? Also bei ihm. Gerade erst begonnen. Schauen wir mal vor. Na komm. 50%. Wir kommen da jetzt. Hallo, was stellst du denn da hier für Essen? Öffnen. In der Welt platzieren. Kommt da einfach hierher. Und
stellt mir das Essen in den Kühlschrank rein. Kann einfach da stehen bleiben. Dann vergammelt es wieder. So, ich glaube, ich schick mal kurz Zoe nochmal unter die Dusche. Duschen. Der stellt mir das die ganze Zeit in die Küche rein, also ich drehe am Rad, du. Ach so, jetzt verstehe ich das. Wer klingelt denn da? Ja, soll er vorbeikommen. Gut, Freunde, ich würde erstmal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, sag ich mal, tschö mit Ö.